sind hier in Kalkutta, vor ein paar Jahren noch das Armenhaus Indiens. Heute eine aufstrebende Metropole mit vielen Möglichkeiten. Aber genau das zieht ja die Armen aus Bihar, aus Orissa und anderen armen Bundesstaaten hierher auf der Suche nach Arbeit. Und die landen dann in den Slums der Großstadt. Die Menschen in den Slums werden vom staatlichen Gesundheitssystem nur wenig erreicht. Die German Doctors sind hier, um da eine Lücke zu füllen, solange das noch nötig ist. Indien hält einen traurigen Rekord. Weltweit sterben hier zahlenmäßig die meisten Kinder, bevor sie ihren 5. Geburtstag erreicht haben. Und mit der Müttersterblichkeit sieht es auch nicht viel besser aus. Und die German Doctors versuchen hier etwas zu verändern. Es sind permanent 6 deutsche Ärzte hier im Einsatz. Einer davon ist unser Langzeitarzt, Tobias Vogt. Jeder Arzt sieht so im Schnitt 70 Patienten am Tag, sprich 6000 Patienten pro Monat. Good morning. German Doctors sind jetzt seit 40 Jahren in Indien. Immer andere Generationen von Ärzten haben dieses Projekt hier fortgeführt. Insgesamt schon viele hundert, ich glaube schon über 1000 deutsche Ärztinnen und Ärzte haben sich hier beteiligt. Wir verstehen natürlich aus dem Andrang viele 10.000 Patienten jedes Jahr, wo der Schuh drückt, welche Krankheiten besonders häufig sind. Wir sehen halt viel noch die Seuchenkrankheit Tuberkulose. Und wir haben 7 verschiedene Standorte in Kalkutta. Wir fahren tageweise jeweils einen anderen Standort an. Es stehen normalerweise zwischen 150 und 200 Patienten vor der Tür morgens. In der Ambulanz sehen wir ein sehr großes Spektrum. Wir sehen Patienten vom Neugeborenenalter bis zum Greis. Wir sehen natürlich ein Drittel ungefähr Kinder. Die haben gewisse typische Krankheiten wie Lungenentzündungen, Asthma. Da hat auch die schlechte Luft von Kalkutta eine Rolle. Wir haben bestimmte Parasiten. Wir wissen, dass die Kinder hierzulande im Schnitt unterernährt sind, dass sie Vitaminmängel haben, die man in Deutschland oder in Europa überhaupt nicht mehr antrifft. Wir haben sehr viele Patienten mit Diabetes mellitus, also Zuckerkrankheit, Patienten mit Hochdruckerkrankungen, Schlaganfälle. Dann haben wir auch Krebspatienten. Wir haben sehr viele Patienten mit Asthma, auch im Erwachsenenalter. Wir haben also ein sehr breites Spektrum. Man muss bei jedem Patienten sehr genau gucken und hinhören, was hat er denn nun eigentlich? Es ist schon sehr aufregend, der ganze Tag. Und naja, natürlich der persönliche Kontakt mit den Menschen immer sehr, sehr nett, erfreulich. Es läuft in der Regel ruhig ab, diszipliniert und in einer freundlichen Atmosphäre. Wir werden natürlich ganz wesentlich unterstützt von unseren Mitarbeiterinnen, den Übersetzerinnen und den anderen Mitarbeitern. Und das läuft wunderbar. Man kann mit sehr wenig sehr viel erreichen. Wir sehen zum Beispiel die Kinder mit den schweren Vitaminmängeln. Solchen Kindern kann mit einem Hochdosispräparat an Vitaminen geholfen werden. Die Tuberkulose ist eine potenziell tödliche Krankheit. Mit 20 Euro kann man einen Tuberkulosepatienten ausheilen. Wenn er sein Leben verliert, dann deswegen, weil diese 20 Euro nicht da waren oder weil die Strukturen schlecht organisiert waren, in denen er hätte behandelt werden müssen.
Ja, Hausbesuche sind für TB-Patienten vorgesehen. Die werden routinemäßig von unseren dafür spezialisierten Sozialarbeiterinnen gemacht. Wir können mitgehen. Wir können vielleicht auch ein medizinisches Problem ein bisschen zu lösen helfen. Aber wir haben vor allen Dingen den Eindruck, wie leben die Menschen wirklich in diesen engen, lichtlosen Gassen und Hinterhöfen und kleinsten Räumlichkeiten mit 6, 8 Personen, wo nie ein Licht reinkommt, wo wir dann auch natürlich sehen, warum gibt es eigentlich wirklich so viel Tuberkulose und warum gibt es auch so viel Rachitis, also eine Sonnenmangelerkrankung in einem Land, wo so viel Sonne scheint. Vielleicht nochmal wichtig zu wissen, dass die Mitarbeiterinnen, die im Tuberkuloseprogramm arbeiten, selbst in dem Slum, in dem sie arbeiten, aufgewachsen sind. Das heißt, sie haben selbst kennengelernt, wie die Lebensbedingungen sind, kennen die Leute, sie sprechen genau ihre Sprache und das macht sie einfach zu den besten Multiplikatorinnen, die wir haben können. Was man über die Tuberkulose wissen muss, ist, dass die Behandlung mindestens 6 Monate dauert. Und das ist die Herausforderung für alle Tuberkulose-Kontrollprogramme auf der Welt, dass man den Patienten 6 bis 9 Monate oder sogar länger bei der Stange halten muss, damit er ganz, ganz, ganz regelmäßig seine Tabletten einnimmt. Da braucht es wirklich Mitarbeiter, die akribisch kontrollieren, hat der Patient seine Medikamente auch wirklich genommen. Und dazu gibt es in praktisch allen Ländern der Welt ein sogenanntes DOTS-Programm. Das heißt, der Patient kriegt seine Medikamentenschachtel nicht mit nach Hause, mit dem guten Rat, nimm mal deine Tablette jeden Tag, sondern der Patient muss regelmäßig ins Zentrum kommen und da nimmt er unter Aufsicht die Medikamente. Die Kinderstation wird von einer indischen Fachärztin geleitet und Kinder werden für 2, 3 Tage hier aufgenommen, um einfach mal zu gucken, wie entwickelt sich jetzt der Husten. Wird daraus eine Lungenentzündung oder geht es dem Kind nach 2 Tagen schon wieder besser? Wir wohnen ja direkt neben der Kinderstation, wir deutschen Ärzte. Und wenn ich so ein Kind aus dem Slum mitgebracht habe und es ist jetzt auf der Kinderstation, dann kann ich am nächsten Tag nochmal gerade hingehen und gucken, was ist denn aus dem Kind geworden? Geht es ihm denn schon wieder besser? Ich kriege so ein bisschen Kontakt zu der Mutter und höre, ach, wie geht es für dich jetzt weiter? Und deswegen ist die Kinderstation für mich als Ärztin eine große Entlastung, was die Medizin angeht, aber auch eine Freude, um weiter in Kontakt zu sein und wirklich zu erleben, wie das Kind sich erholt und wieder gesund wird. St. Thomas Home ist ein Tuberkulose-Krankenhaus für Frauen.
Da haben wir 45 Frauen mit schweren Verlaufsformen der Tuberkulose. Sie brauchen Sauerstoff, sie brauchen Bluttransfusionen. Manche von ihnen brauchen eine Operation, wenn ihre Wirbelsäule befallen ist. Dann haben wir Patienten, die gleichzeitig HIV-positiv sind. Wir haben Patientinnen, die zuckerkrank sind, die sicherlich es nicht schaffen würden, beide Krankheiten adäquat gleichzeitig zu behandeln, wenn sie auf sich alleine gestellt werden. Und das Haus ist immer voll mit Patientinnen, von denen wir wissen, sie würden es draußen in der ambulanten Therapie, die der Staat anbietet, nicht schaffen. Tobias ist den Menschen hier ganz, ganz nah, ist ganz persönlich an dem Schicksal interessiert, an dem Vorwärtskommen und bringt natürlich auch dadurch das ganze Projekt auf ein ganz hohes Niveau, wo eben nicht nur Hilfe für den Einzelnen möglich ist, sondern wo Hilfe für ganze Gruppen möglich ist. He is absolutely dedicated for these patients. It's really not always possible to get a doctor like him, who is not only treating, but who is giving his heart for the patients. That is something it's really fascinating about him. Neben den medizinischen Programmen gibt es eben auch Bildungsangebote, die dazu führen sollen, dass die Patienten sich nachhaltig stabilisieren und aus der Spirale des Elends rauskommen. Ein Beispiel ist das Frauenzentrum, in dem Frauen lesen und schreiben, aber auch sticken und stricken lernen. Die Frauen arbeiten in Selbsthilfegruppen zusammen. Ein schönes Beispiel ist die Rechwa, die als Patientin mit einer Wirbelsäulen-TB in St. Thomas Home getragen werden musste, weil sie gar nicht mehr laufen konnte. Sie wurde dort behandelt, sie wurde gesund, sie kann wieder laufen. Sie ist ins Frauenzentrum gekommen, sie hat Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt, sie hat eine Ausbildung gemacht. Sie ist dann zur Gesundheitsarbeiterin ausgebildet worden, arbeitet in unserem Kinderentwicklungsprojekt. Und als ich gerade nach Kalkutta kam, erfuhr ich, dass sie unser Projekt bei einem großen nordindischen Treffen in Bombay vertreten hat. Und das ist doch ein wunderbarer Weg, auf den ich ganz stolz bin. Wir sehen natürlich, dass wir Erfolge haben. Diese Erfolge tun uns allen gut. Wir sehen, dass wir sinnvolle Arbeit leisten. Das motiviert zum Dableiben, das motiviert Ärzte wiederzukommen. Wir sehen, dass Menschen an Krankheiten wirklich bös zu leiden haben, die man mit überschaubarem Aufwand 50 Euro, 100 Euro aus der Welt schaffen könnte. Ich glaube, es wird eben nicht mehr 50 Jahre dauern. Sondern wenn wir noch eine Weile durchhalten und da bleiben und unterstützen und unsere Netzwerke stärken, dann wird es in absehbarer Zeit so sein, dass es den Menschen hier deutlich besser geht und dass sie uns nicht mehr brauchen. Aber ich glaube, wir müssen noch ein bisschen durchhalten.